Und ich mache keine Anzeige. Wie, du machst keine Anzeige? Oh, ich mache keine Anzeige. Keine Anzeige? Ja, ist okay, ist okay. Keine Anzeige? Weil er letztes Mal sie so leicht angetupst hat. Ja, wir tun uns den Horror an. Heute mit einer neuen Hilf-mir-Folge. Und die wird mal wieder. Ob ich das überstehen werde? Tagsüber Vater, nachtsüber Callboy. Mhm. Okay, es wird gruselig, glaube ich. Eieiei. Eieiei. Eine ganz normale Anfangsszene. Ein ganz normales Anfangsszenario bei Hilf mir, Freunde. Was ist das? Was? Egal, weiter. Gut getan. Das war jetzt so geil gewesen. Ja, aber ich muss jetzt echt arbeiten. Ich muss dich doch noch bezahlen. Ja. Jetzt stell dich doch nicht so an. Wir müssen das doch besprechen. Hm? Nein, das machen wir nicht so öfter. Laut, so laut. Du bist mit dem Geld? Ja, okay. Okay, also, ja, ja, wir lassen uns das mal auf uns wirken. Machst du Hausbesuche? Machst du Hausbesuche? Schreib doch nicht so rum, bitte. Machst du Hausbesuche? Das Doppelte. Kommst du mir nach Hause? Ich denk drüber nach. Okay, Ingrid, wir nennen sie einfach mal Ingrid hier links. Will's wissen. Sie will's wissen. Zusammengefasst, sie will's wissen. Mehr brauche ich dazu nicht sagen, ja? Ich muss jetzt wirklich. Ja, so ja, reicht auch, Ingrid! Ich glaube, er hat's verstanden. Er will jetzt nicht, dass du so laut bist. Er will nicht, dass jeder das hier mitbekommt. Obwohl, wo die da sind, eigentlich hat jeder. Also ist es ja, also, ne? Ja. Jetzt wirklich arbeiten, wirklich. Also. Ja, ich gehe. Ja, mach mal jetzt eine Fliege. Ciao. Ciao. Ja, ja. Was ist los? Was soll los sein? Du hast doch mitbekommen, ey. Das ist echt, ich kann das nicht, ey. Ich betrüge meine Frau, ich habe ein Kind, ey. Was? Du kannst das nicht, du kannst das nicht. Deswegen auch tagsüber Vater. Der hat Familie, der hat Frau und Kind, aber muss sich nebenbei ein bisschen Geld verdienen. Dann muss er auch mal hoppel die Häschen mal mit Ingrid, ja? Was ist los, ey? Ey, Junge, du hast den geilsten Job der Welt, du bist ein... Das ist den geilsten Job der Welt. Ja, wirklich. Aber ob das halt auch so cool ist, mit allen möglichen Menschen, ne, relativ auf Hautkontakt und so zu gehen. Ich weiß nicht, ob das so cool ist. Also, ist jetzt müßig, ob du Mann oder Frau bist. So, ich würde es jetzt persönlich nicht so berauschend finden, ja, um ehrlich zu sein. Ja, nicht so rum, Alter. Ich sag, wenn das jemand mitbekommt. Du verdienst Geld, Mann. Ja, scheiß auf die 100 Euro. Wie viel hast du dir bezahlt? 100 Euro, sagte ich doch. Ja, und? Geld ist Geld, Mann. Ja, Geld ist Geld. Dafür die Frau betrügen und die Ehe aufs Spiel setzen. Du hast doch nicht mehr. Die weiß das nicht, die Frau. Denn rede doch mit ihr, dass ihr ein finanzielles Problem habt oder irgendwas. Aber mach doch nicht hier so eine Kacke, die Fratz da, Alter. Anna, ich muss wegen meiner Spielsucht jede Menge Schulden ab. Erstmal ein Bierchen, erstmal ein Kölsch. Vor allem, das sind diese kleinen Kölschgläser, das ist Safe Kölsch. Deswegen muss ich. Das reicht nicht fürs Essen und fürs Trinken. Und mein Job in der Bar, der bringt nun mal nicht genug ein. Okay, er will wahrscheinlich auch seine Frau nicht enttäuschen und sagen, dass das Geld nichts mehr reicht, sondern redet mit ihr einfach wahrscheinlich nicht darüber. Aber das ist natürlich schon krass, ne? Ich darf von dem ganzen Geheimnis bloß nichts erfahren. Hey, da ist der Papa. Guck mal, ja, hallo. Alles Gute zum Geburtstag, mein Schatz. Ich musste länger machen. War viel zu tun. Boah, ihr fordernder Blick. Wo warst du? Hä? Wo warst du die ganze Nacht? Dass sie das auch nicht mitbekommt, dass sie die ganze Nacht... Ah gut, er arbeitet in der Bar. Er kann ja sagen, dass er in der Bar arbeiten war. Ja. Nur doof, wenn sie mal vorbeiguckt und er zufällig nicht da ist. Dann hat er die Popokarte gezogen. Hab noch ein Geschenk besorgt für unseren kleinen Mann zum Geburtstag. Wo hast alles du das Geld her? Ein Geschenk, wo hast du das Geld her? Boah, ich bin so müde. Die hat Ähnlichkeit mit Regina Hickst. Und deinem Chef. Nee. Von dem Geld hätten glaub wir schon ich nicht. Was bezahlen können. Nee, die hat nur Ähnlichkeit, das ist sie nicht. Nein. Regina, glaube ich, hat nicht bei Hilfe mitgespielt. Hm. Jetzt bist du auch noch müde. Ich könnte so einpinnen. Aha. Schön. Ja, was bezahlen können. Schatz, ich gehe doch nicht nur für unsere Gläubiger arbeiten. Oder für meine. Ja, klar, wenn bisher. Ja, besser gesagt. Ja, und? Ich will doch meinem Sohn wenigstens was zum Geburtstag bieten. Okay, der Sohnemann hat Geburtstag und ja, er hat sich ja in der Nacht ein bisschen Geld dazu verdient. Dann ist das Geschenk natürlich drin. Kann man noch drin sein, oder nicht? Ja, aber trotzdem, daran kann er sich doch gar nicht mehr daran erinnern. Das war jetzt so wieder unnötig. Es geht ums Prinzip, ich hab mir doch... Daran kann er sich nicht erinnern. Ja, dann müsst ihr eurem Sohn gar nichts Gutes tun, weil der ist ja so jung, der kann sich ja eh nichts erinnern. Aber ich glaube, das Unterbewusstsein nimmt schon wahr, ob du Liebe bekommst und so und wie man mit dir umgeht. Also, ja, aber das stimmt. Materielle Geschenke sind jetzt nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, dass man sich gut um das Kind kümmert und ihm Liebe gibt, weil das ist, glaube ich, wichtig in jungen Jahren. Aber erinnern, ich generell, so, ich weiß nicht, wann das Erinnerungsvermögen so ein bisschen einsetzt. Ich glaube, so ab dem vierten,
fünften Lebensjahr kann man sich dann auch an Sachen erinnern. Doch, hallo, ich hab mir noch Geld geborgt von Micha, von meinem Chef. Ja, das musst du ja auch zurückzahlen irgendwann, ne? Ja, trotz alledem, es ist kein Problem. Ja, wenn du das sagst. Wir sind hier bei Hilf mir. Jung, ja, junges Pärchen, pleite, absolut pleite, muss ich hier Geld borgen, verzweifelt. Absolut verzweifelt der Arbeit. Also, diese Folge trifft schon wieder den Slogan der Serie perfekt. Absolut perfekt. Es ist kein Problem. Und wenn ich dir das sag, kannst du mir das... Warum kannst du mir einfach mal was glauben? Ja, ich glaub dir. Ist okay. Meinst du, ich hab da Lust zu, immer Überstunden zu schieben und so? Ja. Boah, ich bin echt müde, weißt du? Und dann muss ich mich jetzt noch so rechtfertigen. Jetzt willst du dich auch noch hinlegen. Ist das dein Ernst? Ich muss doch gleich schon wieder los. Ja, aber du kannst doch mal hier bleiben und mir helfen, die Vorbereitung meiner Eltern. Wo wohnen die da eigentlich? Was ist das eigentlich? Das sind hier Spanplatten mit hier Plane da oben. Ist das Ding wasserdicht? Wo leben die da eigentlich? Da kommen gleich Freunde, Nachbarn. Das kann ich doch nicht alles immer alleine machen. Schatz, ich muss gleich schon wieder los. Schon wieder? Ja. Warum das denn? Kannst du dir nicht einmal frei nehmen oder so? Es ist dein Sohns erster Geburtstag. Aber auch schwierig, ne? Verlangt sie, dass er mehr Geld verdient? Nein, sie hat ja nur gesagt, so, wo hast du das Geld her? Falsch wäre natürlich, wenn sie sagt, so, ey, verdien mal mehr. Aber auf der anderen Seite will sie auch, dass er sich ultra viel Zeit nimmt. Das ist natürlich dann schwierig, natürlich für den guten Dominik das zu vereinbaren, ne? Es ist aber jetzt gerade, wie es ist. Ja. Es ist ja schon unter normalen Umständen für ein junges Paar mit Kind nicht leicht, diese ganzen Herausforderungen... Nee, Ruth Marquardt. Das stimmt. Forderungen aufzufangen. Mhm. Aber hier gibt es natürlich noch besondere Belastungssituationen für Pia und Dominik. Zum einen die finanzielle Situation. Der Schuh drückt an allen Ecken und Enden. Pia fühlt sich auch alleingelassen mit Kind und Haushalt. Mhm. Und Dominik selbst hat ein schlechtes Gewissen, weil er zwar weiß, dass er... Absolut. Also Ruth Marquardt bringt es hier mal wieder auf den sogenannten Punkt. Ja? Irgendwie Geld ranschaffen muss, aber die Art und Weise gefällt ihm eben nicht. Okay, ciao Ruth. Danke für deinen Kommentar. Immer das Gleiche mit dir. Warum musst du jetzt nur rum? Ja, weil du mich jetzt gleich wieder alleine lässt und ich mich wieder um alles alleine kümmern kann und ich meiner Mutter wieder Rechenschaft schuldig bin, warum du wieder in der Bar arbeitest und nicht bei uns sein kannst. Oh, toll. Ich hab da jetzt echt keinen Bock auf deine Vorwürfe, ganz ehrlich. Ja, immer hast du keinen Bock auf mein Gemotze. Oh, jo, jetzt dreht er den Spieß um. Ja, jetzt macht er ihren Vorwurf, damit er fein aus dem Schneider ist. Fiese Masche, Bro. Ja, hab ich auch keinen Bock drauf. Verschwinde doch. Tschüss, mein Chat. Mein Gott. Das ist doch normal. Eigentlich haben Pia und ich uns geschworen, uns niemals anzulügen. Aber was habe ich denn bitte für eine andere Wahl? Ich will doch, dass es meiner Familie irgendwann mal besser geht. Es muss sich doch was ändern. Mhm. Eine kleine Pause. Nee, du, lass mal. Die Ingrid. Die Ingrid kann vom Dominik nicht die Finger lassen, ja. Tatsächlich hat er jetzt Hausbesuch gemacht für die doppelte Summe. Ja, und so kann er sich halt so ein bisschen Geld dazu verdienen, ja. Nein, ich gehe zum Geburtstag. Nein, wir machen nur eine kleine Pause. Nein, lass es. Ich gehe zum Geburtstag von meinem Sohn. Du wirst mich jetzt nicht im Ernst im Stich lassen für irgendeinen dämlichen Kleinen. Das ist kein dämlicher Redet ihr gerade über sein Kind? Du willst mich jetzt im Stich lassen für einen dämlichen Kleinen noch was? Ingrid, hackt's? Ingrid, hast du einen Knall, Ingrid? Ich glaube, dem Jungen ist alles wichtiger als du. Der will nur deine Patte, weil du ihn bezahlst. Geburtstag, ja? Das ist der Geburtstag von meinem kleinen Sohn. Ja, der richtig. Ist ein Jahr. Rechtfertige dich doch gar nicht, Digga. Das muss sie doch gar nicht wissen, deine privaten Details. Der ist auch so doof, das ist auch völlig unseriös, dass er ihr so private Sachen mitteilt. Das würde ich, also, ich wollte schon sagen, das würde ich niemals machen. Ich würde auch niemals in diese Position kommen. Aber wenn ich Dominik wäre, würde ich niemals so private Details über mein Leben erzählen. Die sollte am besten nichts wissen, weil du merkst doch schon, dass sie so ein bisschen krank ist. Alt geworden. Ich würde jetzt gerne mein Geld nehmen, dann würde ich ganz gerne gehen. Ui. Was? Ja, bitte. Wir sind ja noch nicht fertig, oder? Ach, von mir aus, wenn du meinst. Hey, du bist jetzt nicht im Ernst. Ich muss gehen. Hör zu, Jessica. Ich muss meiner Frau... Ah, Jessica, nicht Ingrid. Jessica ist ein bisschen... Wir nennen sie weiter Ingrid. Hier ist da. Nein. Ingrid, lass dich angezogen! Ingrid, lass die Bluse an! Nein! Hör jetzt auf! Lass es doch sein! Oh, das war starke Schauspieler. Was du denn jetzt? Was lässt du dich denn jetzt? Also, was war dir denn falsch? Hä? Falsch. Hier, hi. Hallo, was ist das denn? Ich soll dich anlegen. Körperverletzung, ja? Oh nein, jetzt denkt sich hier ein, oh nein, sie macht jetzt hier ein auf Rollspielchen. Auf Körperverletzung und so. Und jetzt, ah nein, Ingrid. Nein, lass es sein, bitte, Ingrid. Polizei. Ja, mach das. Und dann kannst du mal gucken, was Sache ist, ne? Lass mich mal, verpiss dich, ey.
Ach, hier bist du ja. Hallo, Schatz. Hi, Vicky. Wo kommst denn du jetzt her? Ja, ich musste länger machen, sorry. Boah, ich hab mich extra beeilt, wirklich. Du hast dich beeilt, du hast alles verpasst. Ja, wo ist Luis? Der ist am Schlafen, Mensch. Die Geburtstagsfeier ist schon längst vorbei. Ja. Der Vater ist nicht dabei. Toll. Ich dachte, ich hab mich extra beeilt. Was, ich musste... Ja, aber Hausbesuch für Ingrid musste sein. Also, da kann ich sie natürlich auch so ein bisschen verstehen. Also, dann sag doch dieser doofen Ingrid ab und mach das einen Tag später. Also, am Geburtstag von deinem Sohnemann, deinem ersten Geburtstag, da ist halt echt ein bisschen gottlos, ne? Da hier Hausbesuch, ne, bei Ingrid und so. Da ist ein bisschen... Ich musste länger da bleiben, die Lieferung kam an. Ja, was, wenn die Lieferung ankommt, was soll ich machen? Sag mal, kann es sein, dass du mir was verheimlichst? Nein. Ui. Guck mal, was ich gefunden habe in deinem Rucksack. Den hast du schön liegen lassen. Ui. Wo hast denn die 150 Euro her? Erst heute Morgen das teure Geschenk und jetzt wieder? Hä? Kannst du mir das erklären? Geld geliehen. Sag, du hast Geld geliehen. Wie? Ach ja, stimmt. Die habe ich für schlechte Zeiten beiseite gelegt. Für schlechte Zeiten? Ist das dein Ernst? Ja, ich musste mir peinlicherweise vor meinen Eltern wieder Geld leihen, um diese Geburtstagsparty zu veranstalten. Und jetzt streiten sie sich vor der Mutter, ne? Das ist aber auch, boah. Wow. Die Folge ist wieder hart. Die Folge ist sehr hart, ja? Ja. Selber was kaufen können, das ist mega peinlich. Spielst du wieder? Nein, was denkst du von mir? Nein. Sicher spielst du wieder. Wo hast denn du das Geld sonst her? Ui, jetzt mischt sich Gudrun ein. Wo hast denn du? Natürlich spielst du wieder. Okay, Dominik war anscheinend auch schon spielsüchtig. Kleine ernste Sache einmal so, egal wie viel oder wie wenig Geld ihr habt, so lasst einfach die Finger von so Glücksspiel und so. Also es gibt vielleicht Fälle, wo es gut ging, ja. Am Ende verliert ihr Geld so und das macht nur süchtig und es gibt Leute, die sind in der Spielsucht und die haben sehr, sehr viel verloren, ja. Die haben ihr Haus und ihr Auto beim Zocken verloren, so gefühlt, ne. Ich werde mal da raushalten. Nein, ich halte mich nicht da raus. Das ist meine Tochter, ich halte dich da raus. Oh, ganz ehrlich, guck mal, wo sie hier lebt. Wo hast du es hingebracht? Nichts. Du kannst nichts, du bist nichts, du bist ein Loser. Gudrun, ruhig Blut, Gudrun. Lass mal die Kirche im Dorf stehen, meine Liebe, ne? Das ist der Schwiegersohn, die macht komplett ihren Schwiegersohn gerade fertig, ja? Okay, wir machen kurz die Grüße, bevor es weitergeht. Grüße gehen raus an die Magangs, an das Kanalmitglied Antonia Schmidt und an die Kommentare Erwin Junior, an Kitty Pink und den ersten Kommentar im letzten Video hat S.M. geschrieben. Wenn du nämlich wieder auch Grüße werden willst, schreib einfach einen lieben Kommentar und mit etwas Glück bist du auch dabei, Freunde. Oh, meine Familie! Ganz ehrlich, hast du ja. Reingezogen? Du hast doch nicht, lass ich mir von dir sagen. Ja, geh, das passt zu dir. Geh. Ich glaube wirklich, dass Dominik ein Feind... Danke, dass hier nochmal Ruth eingreift. Ja, jetzt haben wir Ruth Marquardt nochmal. Na, Kerl ist und dass er möchte, dass es seinen Lieben gut geht. Aber das glaube ich auch. Also der macht das ja wirklich eigentlich für die Familie und der hat ja wirklich auch ein Geschenk gekauft und so. Was er nicht sieht, ist, dass es denen gerade richtig schlecht geht, insbesondere Dominiks Frau. Mhm. Denn für die ist irgendwie klar, mein Mann verheimlicht mir was und es scheint auch so zu sein, dass er in der Vergangenheit seine Spielsucht verheimlicht hat. Das heißt, da werden alte Wunden aufgerissen. Das ist für eine junge Beziehung massiv gefährlich. Mhm. Wieso verlässt du den nicht? Oh, Gudrun, wieso verlässt du ihn nicht? Mann, trenn dich. Such dir einen reichen Mann. Lieb ihn doch irgendwo. Er ist doch der Vater von Luis. Ich kann doch die Ehe nicht einfach so wegschmeißen. Die Ehe, die ist schon längst ihm. Guck mal, er kümmert sich nicht um euch. Das ist schon alles fertig für ihn. Mann, Kind. Du kannst immer... Okay, ich glaube, Gudrun mag den Dominik, ja? Ich glaube, die Gudrun, die mag ihren Schwiegersohn. Zu mir kommen, das weißt du. Du und Luis, ihr seid immer bei mir willkommen. Mhm. Ja, das weiß ich, Mama. Aber ja, nicht Dominik. Ich bin auch voll dankbar. Kind, was soll aus Pia und Luis nur werden? Sie hat diesen Versager auch noch geheiratet. Die Wunden... Oh, diesen Versager. Boah, die geht ja... Die macht Dominik ja richtig runter, ja? Hier auf dem Campingplatz, sie haben noch nicht mal ein richtiges Zuhause. Also er hat auch nichts gelernt. Er arbeitet in einer oben ohne Bar. Ich habe ihr immer gesagt... In einer oben ohne Bar? Warte mal, ist das die Bar auch wirklich, wo er jetzt arbeitet, aber macht er halt noch ein bisschen mehr so hinter den Kulissen? Oder ist das eine ganz andere Bar? Die soll ihn nicht heiraten, diesen Versager, Dominik. Diesen Versager. Ingrid! Ah ne, das ist eine andere, ne? Uiuiui. Uiuiui, das sieht Ingrid gar nicht gerne. Ursula, Abflug, Ursula! Das ist meiner! Oh, Lama. Du, Jessica, das ist mein Geschäft! Ingrid! Nein, das ist mein Geschäft! Ingrid! Das sollte es auch. Das ist so uncool. Das ist also wirklich Hausverbot. Darf nieder. Also, sie hat hier gerade die Ursula. Die hat hier einfach die Ursula vertrieben und rausgescheucht. Handgreiflich angepackt. Ja? Es tut mir wirklich leid. Ich wollte mich doch nur entschuldigen. Ingrid. Solltest du auch. Ja.
Ich entschuldige halt keinerlei Konkurrenz neben mir. Ich möchte dich gern ganz für mich allein haben. Ja, Ingrid, dann musst du aber... Da muss ein bisschen mehr Para fließen. Also Dominik, diese Situation, also Ingrid, du merkst ja, Ingrid ist auch gut betucht, glaube ich. Das Haus gerade sah nicht schlecht aus. Wenn sie dich für sich alleine haben will, nicht die Ursula und so weiter dazwischen funken soll, oder dann muss halt die richtige Summe fließen. Sei clever, Dominik. Setz deinen Verstand ein. Es tut mir so leid. Ja. Sag. Ich zahl dir das Doppelte. Das Doppelte? Mehr. Und ich mach keine Anzeige. Wie, du machst keine Anzeige? Ja, ich mach keine Anzeige. Keine Anzeige? Ja, ist okay. Keine Anzeige? Weil er letztes Mal sie so leicht angetupst hat und die zu Boden gegangen ist. Anzeige? Das ist ein bisschen hier eine kleine Drohung. Das ist low-key eine Drohung gerade, die sie ausgesprochen hat. Ingrid, Abflug! Weg mit dir! So ein Unfug brauchen wir nicht hier. So ein Krautsalat hier, so ein Unkraut. Ist okay. Ich sehe aber nicht, ja, dass es okay ist. Jessica, es ist okay. Ich habe schon früher nicht gerne einen Spielzeug. Jessica, ich muss gleich arbeiten. Oh, einen Spielzeug. Ingrid. Heute nach der Schicht? Ja, okay, nach der Schicht. Nach der Schicht. Ingrid. Komm ich zu dir. Okay, das ist tatsächlich nur eine oben ohne Bar. Eigentlich nur eine Bar für Getränke und er macht das halt so nebenbei. Das noch mit ein bisschen hier mit, ne? Techtelmechtel und so. Nach der Schicht. Mach einen Abflug jetzt, Ingrid. Keine Abweisung. Ja. Ursula und die Rosalinde warten. Das ist offensichtlich gewohnt, mit Geld alles zu bekommen und auch über Druck, denn sie akzeptiert überhaupt keine Grenzen. Richtig. Sie überfährt Dominik und er hat es nicht gelernt, standhaft zu bleiben. Er ist auch schon vorher Konflikten aus dem Weg gegangen. Das macht er jetzt wieder. Möglicherweise hofft er, dass das Geld Schmerzensgeld ist und ihm weiterhelfen könnte. Ich bezweifle das sehr. Ja, absolut. Also danke, Ruth, für deinen Kommentar. Ja, aber auch. Letztes Mal, wie die drauf waren, ich hab fast Angst bekommen. Ja, richtig. Pass auf, du hast zwei Sachen, Dominik. Du verlässt die und trennst dich, distanzierst dich von diesem Menschen, weil der gefährlich ist. Du nimmst ordentliche Preise, dass die da dich richtig gut bezahlen muss. Und dann hast du auch mehr Kohle für deine Family. Meine Güte. Hey, Micha, Alter. Wir sind Freunde. Du bist nicht nur mein Chef, du bist auch letztlich ein guter Freund für mich. Warum lachst du mich jetzt aus? Ich finde das echt nicht lustig. Ich find's aber lustig, weil das die zweite Frau schon war heute. Ja, schön, dass sich wenigstens einer von uns beiden dafür freuen kann. Ich weiß auch nicht, warum Micha die ganze Zeit versucht, mit diesem Nebenjob schön zu reden, weil schön ist echt anders. Bro, weil er dein Chef ist und dich als Mitarbeiter halten will. Oder steckt er sich ein bisschen Geld von den Frauen ein, dass sie beide bezahlen? Vielleicht ist der Micha auch eine gefährliche Nummer. Bei Hilf mir ist alles möglich. Bei Hilf mir ist tatsächlich alles im möglichen Bereich, meine Damen und Herren. Aber der Vorteil ist jetzt, durch den Deal mit Jessica habe ich jetzt nicht mehr irgendwelche anderen Frauen noch an der Backe, aber ich kann das nicht mehr lange. Diese Lügerei, die zerfrisst mich total. Hi, Schatz. Was machst du denn hier hinten? Na? Okay. Hallo, mein Kleiner. Oh, sie ist gut drauf. Hallo. Hallo, Kleine. Besuch? Ja. Ich habe auf dem Spielplatz eine ganz nette Dame kennengelernt. Okay. Und die ist spontan mitgekommen. Oh nein. Oh nein. Oh nein, das ist Ingrid. Ich hab's gewusst. Ich hab's gesagt, ich habe so einen guten Riecher. Ich habe gesagt, gib nicht so viele Details von dir preis. Diese Ingrid darf nicht wissen, wo du wohnst. Diese Ingrid darf nicht wissen, dass du ein Kind hast, dass du eine Frau hast. Die hat dich komplett jetzt in der Hand. Und die erpresst dich jetzt von vorne bis hinten, du Dummkopf. Also es müsste heißen, Hilfe. Jung, dumm, dämlich, unfähig, pleite, verzweifelt müsste das heißen. Mach jetzt einfach die Haare. Spontan, ich habe spontan eingekauft. Dachte ich mir. Das finde ich cool. Was hast du denn da? Ach, alles Mögliche. Oh, Spaghetti. Ja. Gleich kommt er so rein, sieht sie und dann kommt dieses Duff, dieses typische Hilfe mit dieser Schock. So ein Schwarz-Weiß, pass auf. Wie jetzt? Ja, jetzt, ich, keine Ahnung, es war so spontan. Sie hat einfach gesagt, komm, willst du mir nicht mal die Haare schneiden? Okay. Ich hab, wie gesagt, ich bin Friseurin. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut. Ich meine, es ist gut, dass du wieder ins Berufsleben dann kommst. Also das finde ich schon ganz nice, aber... Ja, eben. Ja, da ist sie. Ziemlich gut. Ja, ich wusste es! Ja, man achte auf seinen Blick! Können wir gleich weitermachen? Hallo. Hallo. Jessica Dominik. Sieben, ich. Das ist mein Mann. Der arbeitet in der Bar, als Barkeeper. Jessica. Ey, was soll ich dazu noch sagen? Was soll ich dazu kommentieren? Das ist einfach ein Trauerspiel. Es ist ein einziges Trauerspiel, meine Damen und Herren. Ja? Also da wird. Ihr wisst schon, was sagt Ruth dazu, ist jetzt die Frage. Was sagt die gute Ruth Marquardt dazu? Ruth.
Hau raus. Akzeptiert nicht nur ein Nein, sondern ihr überschreitet hier eine weitere Grenze. Das grenzt schon eher an Stalking. Ja, sie absolut. Erhöht den psychischen Druck auf Voll. Dominik. Und Dominik kann sich hier in dieser Situation wieder nicht wehren. Wie er den Kopf aus der Schlinge ziehen könnte, das wäre, wenn er wartet, bis Jessica weg ist, sie möglicherweise auch selbst hinauskomplimentiert und dann wirklich Auge in Auge mit seiner Frau Tacheles spricht. Ja. Komm mal her, kleiner Mann. Da ja, muss Tacheles geredet werden. Ja. Ich putze jetzt auch bei ihr. Sie hat es mir angeboten. Sie braucht einfach jemanden und auch für ihre Haare. Oh, das ist reine Erpressung. Vor allem so creepy. Also wie naiv ist sie denn bitte, dass sie eine fremde Frau, und die lässt du ihr Kind jetzt anfassen und so, lässt sie zu Hause rein. Also das ist doch ein bisschen aufdringlich, oder nicht? Also warum sollte die so nett sein? Das ist gerade sehr hart. Also jetzt muss Dominik ihr das erzählen und dann kann sie Dominik auch nicht mehr erpressen, weil dann weiß es seine Frau ja eh. So, dann kann sie auch nicht mehr erpressen. Allerhöchstens mit einer Anzeige, aber damit kommt die eh nicht durch. Okay. Das mache ich dann jetzt regelmäßig. Ja. Cool, dann kann ich dich auch ein bisschen entlasten. Ja, Schatz. Das ist gut. Ja? Ja, hat was. Auf so, ja, das ist gut. Aha, ja, hat was. Innerlich heult er. Innerlich geht er gerade zugrunde. Er zerfließt gerade. Ja? Voll. Ich gehe mal Kaffee machen. Ja, mach das mal. Mhm. Mach mal einen Abflug. Was machst du jetzt? Fass meinen Sohn nicht an. Ja, richtig. Du dreckiges. Was ist dein Problem? Ich wollte Pia doch nur mal kennenlernen. Richtig. Ich suche schon ewig eine Friseuse. Ich kann euch doch finanziell unter die Arme greifen. Hm. Was soll das denn? Jessica hat doch nicht alle Tassen im Schrank. Die will mir doch bestimmt nicht helfen. Nee. Ich muss die loswerden. Die zerstört mir meine Ehe. Das darf ich auf keinen Fall zulassen. Ach, dich. Schatz, ne? Du bist aber früh. Möschen, können wir sofort? Ich will nicht unbedingt. Komm doch mal kurz rein. Na gut, wenn es sein muss. Ist sie da? Ist sie da? Und sie macht sauber? Ja, gut. Hallo. Die chillt da jetzt einfach so dauerhaft im Haus. Das ist irgendwie, glaube ich, der nächste Tag oder so. Die chillt da jetzt einfach dauerhaft. Die lebt da jetzt einfach. Hey, was ist denn die Pia auch für eine dumme... Also wirklich, wie dämlich ist denn auch Pia, dass die jetzt einfach die da wohnen lässt? Wie naiv? Ja, Schatz, ich habe, wie gesagt, ich habe wirklich keine Zeit. Also ja. Es ist wirklich jetzt dringend... Ich bräuchte auch wirklich nur ein paar Minuten, um das auszuwaschen. Ist ja kein Ding, wir trinken aber noch ein Säckchen, ne? Ach ja, das hatte ich ja eigentlich versprochen. Säckchen. Also... Nein. Doch, ein Säckchen ist aber immer doch. Drin. Mich erwartet, ich habe viel zu tun. Nee. Also, nee. Ja, nein, okay, nein. Das verstehe ich. Jessica, tut mir leid, das holen wir auf jeden Fall nach, aber ich sehe jetzt echt eilig, ja? Ich wasche das eben aus, Schatz, ja? Und dann können wir auch das. Okay? Nicht mehr alle meiner Frauen. Guck mal, wie jetzt diskutieren. Das kriegt die Frau ja auch gar nicht mit. Die ist ja gerade weggegangen so. Und jetzt reden die so, also flüstern die da so. Das kriegt die auch mit. Du hast meine Anrufe ignoriert, okay? Ja. Kann das sein? Ja, Ingrid, er darf ans Telefon gehen, wann er will. Du hast keinen Anspruch darauf. Hast du deinem kleinen, süßen Frauchen mal erzählt, was wirklich Sache ist? Hm? Nein, hab ich nicht. Hast du es jemandem erzählt? Hab ich nicht. Und du wirst es auch nicht. Soll ich mal einen Kuss? Oh, ist das... Okay. Uiuiui, ui, ui. Natürlich kommt sie in dem Moment rein. In dem Moment. Aber es ist auch clever von euch, dass ihr da so rumschleckern müsst, während sie noch im Haus ist. Also ganz ehrlich. Was macht ihr da? Ja, jetzt ist sie zu spät. Dominik, sag es ihr doch einfach früher. Die hat mich geküsst. Die hat mich geküsst. Ja? Die hat mich geküsst. Schatz, sag ich hallo? Ey, was soll das? Sag ihr das, sag ihr, wie es war. Boah, ihr widert mich beide an. Das bereust du noch. Richtig. Das bereust du noch, glaub mir. Schatz, ich hab doch nichts, Schatz, wirklich. Du brauchst nicht nach Hause kommen. Dieses Biest, was will die nur von mir? Wieso tut die mir das an? Ja, jetzt ist er natürlich in einer komischen Situation. So, wenn er das irgendwie gebogen bekommt, dass sie irgendwie jetzt verrückt ist oder so, könnte er Pi auf seine Seite kriegen und müsste ihr das nie erzählen. Aber die Ingrid wird die nicht in Ruhe lassen. Die mich jetzt verlässt, sie ist doch alles, was ich hab. Freunde, das war's mit dieser Folge. Es gibt einen zweiten, es gibt sogar einen dritten Teil davon. Ja. Sollen wir uns das geben? Sollen wir uns das geben? Es wird niveauvoll. Es wird schön, es wird toll. Ja, ich freue mich drauf. Freunde, das war's mit diesem Video. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr noch in der Margang seid. Ja, wir alle sind die Margang. Ich bin der Margang. Hier könnt ihr abonnieren. Hier auch mein Instagram. Hier sind zwei andere coole Videos. Checkt die gerne ab und dann sehen wir uns morgen in aller Frische beim neuen Video. Bis dann. Ciao.